Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen verregneten Folge von Mad Games Tycoon 2. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben ein neues Spiel entwickelt, Bike Memory. Wir werden das noch weiter fortsetzen in der Entwicklung, denn ja, es fehlen noch Sound- und Gameplay-Elemente. Ich glaube, wir müssen hier wirklich dann noch weitere Entwickler einstellen und es ist fürchterlich laut und es sind noch Bugs da und wir sollten vielleicht dann noch eine zweite Abteilung machen, die nur Bugfixing machen. Müssen wir mal gucken. Aber solange die hier arbeiten, wird hier auch noch weiter an dem Spiel gearbeitet. Und wir haben neue Engine-Features bekommen. Primitiver Stereo-Sound. Sehr gut. Da können wir dann wieder mit der neuen Engine glänzen. Ich glaube auch, dass das ein Vorteil ist, dass wir sehr schnell, sehr zügig in die Entwicklung investiert haben. Ich glaube, das war gar nicht mal so schlecht. Tja, jetzt läuft das Polishing. Und ihr seht schon, richtig gut. So, wir haben zwei Spiele. Wir haben drei Spiele. Dann nehmen wir den großen Stand. ...2000 neue Fans. Das heißt also noch mehr Kundensupport demnächst. War. War never changes. Grafikabteilung ist gut ausgelastet. Musik kommt auch noch. Die sind jetzt aber schon fertig. Jetzt machen wir Bugfixing. Ja, und da passt die Musik so ein bisschen, ne? Ja. Die. Und ja, wir können neue Abteilungen bauen. Demnächst. Trainingsraum habe ich keine Ahnung. Wie das funktioniert. Ich wollte hier halt eine Produktion reinmachen, deswegen. Ich will einfach mal gucken hier. Schulungsplatz. Okay, warte mal. Whiteboard. Fernseher. So, dann drehen wir den mal. Guck mal, viel brauchst du doch gar nicht. Und jetzt? Trainingskurs. Okay, machen wir mal hier Game Testing für Anfänger. Dann müssen wir vermutlich. Wer ist denn der schlechteste? 33,6. Schauen wir mal. Was fehlt ihm denn hier? Ich würde gerne wissen, was seine Sorge ist. Warte mal, kann man das übrigens sehen? Mitarbeiter? Übersicht. Wer ist denn das überhaupt? Das ist der Herr Ezra Goodall. Frieren nicht. Kein Schmutz. Lärm? Oder was heißt das? Keine Ahnung. Aber die ungute Befürchtung, dass der uns dann irgendwann abhauen wird, aber gut. So, neuer Kopierschutz. So, Bugs sind raus. Jetzt fehlt noch etwas Sound. Das heißt, wir brauchen vielleicht nochmal mehr Sounddesigner hier. So, und das war's. Ein neues Spiel wird veröffentlicht. Und zwar
Bike Memory. Wir haben versucht, auf den Trend aufzuspringen. Wir haben die Engine aufgebessert nochmal, glaube ich. Genau, hatten wir vorher nochmal aufgebessert. Und ja, so ist ein Publisher. Wir müssen selber produzieren hier. Publisher Geld rausschmeißen, das ist... Wir nehmen mal E-Mix. Oder nehmen wir nochmal... Taiko will nicht. Doch, Taiko will auch. Ja, 83%, wieder ein Hit. Aber mit 593.000 richtig teuer. So, Engine Feature. Primitive Physik Level 2. Wieso haben wir denn hier... Hat hier einer gekündigt? Okay, hier hat schon einer gekündigt. Grafik, Arbeitsmarkt. Quests testen. Okay, so. Updates und Add-ons. Wir machen einmal hier für Bike Memory, machen wir mal eben hier einmal nochmal das ganze Spiel ein ganz bisschen besser. Es ist halt immer nicht viel, aber ich glaube, das schlägt sich schon irgendwo nieder, dass die Leute das merken. Die Leute TM. Machen wir mal eine Aufgabe für Mimpendu. Goldene Schallplatte für das Feenquiz. Sehr gut. Haben wir weitere Sachen hier. Gameplay-Features, Safe Games. Wow. Ja. Da würde ich fast sagen, das nächste, was wir machen, wäre ein Add-on. Und ich muss mal ganz kurz an die Tür. So, da läuft das wieder. Es ist immer so ein bisschen blöd. Die sitzen jetzt hier nur rum. Ich meine, die können Auftragsarbeit machen, während da andere Sachen vorbereitet werden. Und ein Spiel wurde vom Markt gemacht. 56 Wochen, 619.000, King Arthur's Religion. Ja, das war ein Spiel, wo wir versucht haben, in den Trend rein zu produzieren, ne? Nicht schlecht. Also es hat doch geklappt. Und Gameplay-Feature, Multiscreen, okay, machen wir auch noch. Und wir haben wieder einen... Ach ne, der ist hier oben noch am Lernen. 34,2, also das bringt schon was. Und wir sind hier schon bei 1 Million Gewinn. Also das war auch ganz gut. Und da ist der nächste genervt. Also ich nehme an, dass wir hier dann auch Aufenthaltsräume und so weiter brauchen. Keine Ahnung. Oder was dieses Lampensymbol bedeutet. Ich weiß auch nicht, was die Symbole bedeuten. Das ist das nächste Problem. Ne? Okay, so, haben wir jetzt noch irgendein Feature? Nein. Das heißt, wir können jetzt mal hier... die eigene Produktion starten. Wir gehen mal auf volles Risiko. Und hier machen wir ein Engine-Upgrade. Denn da sind jetzt einige Features dazugekommen. Für den Opel Plus ist das eigentlich immer noch State of the Art. Nee, also müssen wir aufpassen, ne? Da rennen uns, wenn wir jetzt nicht aufpassen, entwickeln wir am Markt vorbei. So, primitive Physik und primitiver Stereo-Sound kommt dazu. Da entsteht sie also, die Garda Engine +++. Und hier wird fleißig weiter gelernt. Aber das sieht nicht schlecht aus. 91 Herzen. Und 31.000 Fans. Wow. Support kommt aber wenigstens hinterher. Tja.
Jetzt ist die Frage, welches Spiel setzen wir fort? Das Feenquiz war schon Teil 2, ne? Ja, ich glaube, dann wird es Zeit für The Witcher 2, The Garda 2. So, Rollenspiel. Und Feen. Okay. Warum nicht? So, neue Engine. Die Plus Engine. Entwickelt für Opel Plus. Für den Commander Dock. Was auch immer das sein soll. Und den Radwevon. Und hier, primitiver Stereo-Sound ist neu. Und primitive Physik. Und wir können einen Kopierschutz reinmachen. Da freuen sich doch die Leute immer. Dann machen wir das mal. So. 12 Features. Das heißt, wir müssen hier auf B+ gehen. Und 25% Leute freuen sich schon drauf. Und wir arbeiten wieder zu. Hier Gameplay verbessern. Hier hochwertige Grafik. Und hier hochwertige Sounds. So. Der lernt hier immer noch. Ich weiß gar nicht, bis zu welchem Level das dann geht. Hallo? Dame? Ja, Feenquiz. Entwickler des Jahres. Oh, Spiel des Jahres. Cool. Es war nicht Bike Memory, muss man dazu sagen. Was ich halt cool fände, wäre, wenn die Mitarbeiter durch die Arbeit selber auch noch besser würden. Aber das scheint nicht so zu sein. Und hier ist ein Gewusel, das ist ja echt Wahnsinn. Nüscht. Sieht aber so aus, als wäre es nochmal eine Runde besser geworden. Und ich würde gerne das selber produzieren. Schauen wir mal. Okay, Artist-Abteilung ist schon wieder fertig. Sobald das dann fertig ist, ja, Sound ist immer noch länger dran. Was ist hier denn los? Warum wird hier geschlafen? Dann geht's hier ins Bugfixing. Es wird das, wenn ich nicht anklicken kann, wenn im Raum ist. So, jetzt aber. Und? Braucht eine Pause. Warum kann ich nicht anklicken? So. Game Testing. 35. Also, das hat schon was gebracht. Und ist auch noch nicht fertig, ne? So, meine sehr verehrten Herren. Wir könnten jetzt das Spiel rausbringen, aber in der nächsten Folge werden wir unsere eigene Produktion aufbauen. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, ob wir das hinkriegen. Wir werden also in der nächsten Folge unser erstes Spiel selber publishen. Ich publish auch meine Videos selber auf Radio Plus. Wenn du also alle Videos hättest gesehen haben wollen, am wahrscheinlich 17.01. hättest du alle Videos schon gehabt. Wenn du Unterstützer bist, werbefrei, bessere Qualität ist noch gar nicht, dann bei YouTube wird das ja immer kaputt gerechnet, also auch beste Qualität. Das ist mein Dankeschön an die tollen Unterstützer. Wenn du wissen willst, wie das geht, dann findest du die Info in der Videobeschreibung. Und ja, wir werden dann in der nächsten Folge hier
eine Produktion hinbauen. Und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis bald.